Hallo zusammen, mein Name ist Sascha Hein und ich werde heute die Frage beantworten, welcher Ringlid ist am besten geeignet für das eLab-System? Unsere Kunden fragen uns oft, welches Equipment eignet sich am besten für das eLab-System? Neben einer Spiegelreflexkamera sowie einem geeigneten Makroobjektiv ist die Art des Blitzes und insbesondere die Beleuchtung von großer Bedeutung für das eLab-System. In der Dentalfotografie werden häufig zwei Arten von Blitzsystemen verwendet. Der Lateralblitz und der Ringblitz. Während die Vor- und Nachteile und der Vergleich zwischen beiden Systemen in einem anderen, separaten Video besprochen werden, möchte ich mich heute auf den Gebrauch des Ringblitzes konzentrieren. Es gibt offensichtlich viele verschiedene Ringblitze von vielen verschiedenen Herstellern. Und der auffälligste Unterschied zwischen all diesen verschiedenen Ringblitzen ist offensichtlich der Preis. Es ist praktisch unmöglich, alle im Markt verfügbaren Ringblitze zu testen. Und wir haben uns deswegen auf eine Auswahl von 8 Ringblitzen beschränkt, die am häufigsten in der Dentalfotografie verwendet werden. Werfen wir also nun einen Blick auf unsere 8 Kandidaten, die nach dem offensichtlichsten Merkmal, nämlich ihrem Preis, geordnet sind. Als erstes haben wir von 255 bis 510 Euro den Canon MR14EX, gefolgt von dem Sigma EM140DG, der Nissin MF18 sowie den Metz 15 MS1. Ich sollte an dieser Stelle erwähnen, dass der Sigma EM140DG seit vielen Jahren mein persönlicher Favorit ist. Jedoch hat Sigma Anfang 2020 die Einstellung des Produktes verkündet. Und dies ist zum Teil der Grund gewesen, warum ich dieses Video drehen wollte. Im mittleren und unteren Feld von 255 bis 85 Euro finden wir den Valimax Pro TTL, den Yungnuo YNT14EX, den KF Konzept 150 TTL und der günstigste Ringblitz ist der Meike 14EXT. Neben der reinen Betrachtung des Preises alleine besteht außerdem die Möglichkeit, die verschiedenen Ringblitze anhand ihrer Blitzleistung objektiv miteinander zu vergleichen. Dies ist für das eLab-Protokoll von besonderer Bedeutung, da die korrekte Belichtung des RAW-Bildes einen entscheidenden Einfluss auf die Genauigkeit der Farbmessung ausübt und somit über den klinischen Erfolg entscheiden kann. Die gängigste Methode, die Blitzleistung zu vergleichen, ist mittels der sogenannten Leitzahl. Diese stellt jedoch kein genaues Maß für die Lichtleistung oder für die Lichtintensität dar, sondern sie ist lediglich eine Formel, die auf Entfernung basiert. Aus diesem Grund hat es mich interessiert, die verschiedenen Blitze anhand ihrer relativen Beleuchtungsstärke zu vergleichen. Und zwar gemessen mit einer ziemlich großen Ulbrichtkugel und anhand ihrer Leuchtdichte. Die Leuchtdichte wurde aus kurzer, direkter Distanz gemessen, und zwar senkrecht zum Objekt, mit einem idealen Arbeitsabstand für den klinischen Einsatz sowie für den Gebrauch im Labor. Beide Arten der Messung wurden mit einem Sekonic C700 Spektrometer durchgeführt. Man kann durchaus sagen, dass alle der getesteten Ringblitze für das eLab-System hervorragend geeignet sind. Trotzdem gab es bemerkenswerte Unterschiede in puncto Preis und auch Leistung. Obwohl die hier aufgeführten Werte nur als relative Indikatoren für Größenordnungen dienen sollten. Schauen wir uns nun also zuerst die Beleuchtungsstärke an. Die Beleuchtungsstärke ist der gesamte einfallende Lichtstrom pro Fläche. Er beschreibt also die gesamte Lichtmenge, die auf eine Oberfläche fällt. Die Beleuchtungsstärke wird typischerweise mit einer Ulbrichtkugel gemessen, die eine homogene Verteilung des Lichtes in der inneren Oberfläche der Kugel liefert. Die Beleuchtungsstärke wird in Lux Lumen pro Quadratmeter oder in Candela Lumen pro Quadratfuß ausgedrückt. Wenn wir uns nun die Ergebnisse für die Beleuchtungsstärke ansehen, stellen wir ganz deutliche und überraschende Unterschiede fest. Der Meike MK14 EXT erzielt mit etwa 5800 Lux den höchsten Wert, während der Metz 15 MS1 mit 1540 Lux das niedrigste Ergebnis erzielt hat, was mehr als dreimal weniger ist als der Meike Blitz. Alle getesteten Blitzgeräte zeigen ziemlich hohe Werte für den Farbwiedergabeindex, mit einem durchschnittlichen Wert von 96,7. Vielleicht an dieser Stelle ein paar Dinge zum Thema Farbwiedergabeindex. Der Ausdruck Farbwiedergabe bezieht sich auf die Art und Weise, wie verschiedene Lichtquellen die farbliche Erscheinung von Objekten beeinflussen oder darstellen. Alle getesteten Ringblitze verwenden jedoch eine gepulste Xenonröhre, die im Allgemeinen extrem intensives, weißes Vollspektrumlicht erzeugt. Und daher kommt diese Beleuchtungsart oft bei Fotospektrometern zum Einsatz. Darüber hinaus
sind moderne chromatische Anpassungstransformationen zusammen mit Farbdarstellungsmodellen viel besser geeignet, um die Farbe eines Objektes unter verschiedenen Lichtquellen vorherzusagen. Alles in allem wird die praktische Bedeutung des Farbwiedergabeindex häufig etwas überbewertet. Schauen wir uns nun die Lichtdichte an. Die Lichtdichte liefert detaillierte Informationen über die Orts- und Richtungsabhängigkeit des von einer Lichtquelle abgegebenen Lichtstroms. Sie ist das Verhältnis der Lichtstärke zur Größe der leuchtenden Fläche. Es ist somit die Gesamtmenge von Licht, die von einer Oberfläche reflektiert wird. Zu unserem Zweck wurde jeder Ringblitz senkrecht zum Detektor des Sekonic C700 Spektrometers mit einem festen Abstand von 25 cm montiert. Jeder Blitz wurde an eine Gleichstromquelle von PeakTech angeschlossen und es wurde jeweils Dreifachmessungen mit und ohne Polarize durchgeführt. Insgesamt korrelieren die Ergebnisse gut mit der vorherigen Messung der Beleuchtungsstärke, jedoch mit einer großen Ausnahme, nämlich dem Metz-Blitz. Diesmal gehörte zu den 4 stärksten Ringblitzen, die getestet wurden. Der Metz hat einen ziemlich eng fokussierten Abstrahlwinkel, der vergleichsweise geringe Strahlungsleistung sehr effizient dorthin lenkt, wo sie am meisten benötigt wird. Die durchschnittliche Farbtemperatur für alle getesteten Blitze betrug etwa 6000 Kelvin. Der Polarize-Filter hat diesen Wert nur geringfügig auf 5800 Kelvin gesenkt. Aber die Beleuchtungsstärke wurde auf einen Durchschnittswert von fast 36% gedämpft. Also, welcher ist nun der beste Ringblitz für das eLab-System? Wie bereits erwähnt, sind alle getesteten Ringblitze für das eLab-System absolut geeignet. Aber was Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, ist der Meike MK14 nicht zu schlagen. Er war mit Abstand der kostengünstigste Ringblitz und gleichzeitig der mit der höchsten Blitzleistung. Das Design und die Bedienelemente ähneln auffallend den aktuellen Canon Speedlight Blitzgeräten. Er ist somit bei vertrauter Handhabung sehr einfach zu bedienen. Für mich würde der Metz 15 MS1 aus mehreren Gründen den zweiten Platz belegen. Obwohl er dreimal so teuer ist wie der Meike Ringblitz, ist er dennoch recht günstig für ein hochwertiges Produkt. Vor allem aber ist er mit nur 212 Gramm inklusive Batterien der mit Abstand am leichtesten aller getesteten Ringblitze. Darüber hinaus ist er nicht nur drahtlos, sondern auch äußerst vielseitig einsetzbar. Er kann mit jeder digitalen Spiegelreflexkamera verwendet werden. Egal ob Nikon, Canon, Sony, Fuji, Pentax oder was auch immer. Das Einrichten der drahtlosen Verbindung mit der Kamera ist jedoch eine mühselige Angelegenheit. Sie müssen mit Geduld das Benutzerhandbuch studieren und zwar nicht nur für das Metz-Blitzgerät, sondern auch für das Ihrer Kamera. Es gibt da jedoch einen Trick, dies zu umgehen. Wenn Sie etwas mehr Geld für Ihre Kamera ausgegeben haben, sollte diese mit einer PC-Blitzbuchse ausgestattet sein. Auf diese Weise können Sie Ihren Metz-Ringblitz mit einem winzigen PC-Kabel direkt an Ihrer Kamera anschließen, um ihn so ohne größere Probleme auszulösen. Wenn Ihre Kamera nicht über einen solchen Anschluss verfügt, könnten Sie einen Blitzschuhadapter für weniger als 5 Euro kaufen, der denselben Trick erfüllt. Darüber hinaus ist es empfehlenswert, auf die durchsichtige Plastikabdeckung zu verzichten, mit der der Ringblitz geliefert wird. Obwohl diese vollkommen durchsichtig ist, ist sie dafür konzipiert worden, ein weicheres Licht zu erzeugen, vermutlich indem sie den engen Abstrahlwinkel des Ringblitzes beeinträchtigt. Und dies kann die Leistung des Metz erheblich verringern, besonders wenn Sie mit Polarize fotografieren. So kann man also feststellen, dass der Preis nicht alles ist. Man kann ohne weiteres einen hervorragenden Ringblitz für einen geringen Preis kaufen, der dazu noch ideal geeignet ist für das eLab-System. In meinem nächsten Video werde ich die Vor- und Nachteile des Lateralblitzes mit denen des Ringblitzes vergleichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bitte vergessen Sie nicht, unsere Webseite www.elabprime.com zu besuchen, wenn Sie mehr über das eLab-System erfahren möchten.